Yo, hey und hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Pokémon Mond Let's Plays. In der letzten Episode haben wir erfolgreich Fabian besiegt und sind hier unten in Geheimlabor A und B eingedrungen und haben Informationen zu Cosmog herausgefunden. Und zwar, dass wenn man Cosmog unter Stress setzt, Cosmog ein Dimensionsportal öffnen kann. Und in dieser Episode werden wir Gladio und Tali folgen, um herauszufinden, was sie mit den ganzen Sachen auf sich hat und um Cosmog und hoffentlich auch Lily zu finden und zu retten. Ich gebe euch ein kurzes Team-Recap, damit ihr wisst, wo wir zurzeit stehen. Und wir haben dabei unseren Starter Slippery auf 47 mit Schallwelle, Schaumserenade, Siedewasser und Mondgewalt. Mit dem Primarenium-Z als Item, damit wir einen Z-Move haben, der richtig reinbürstet. Dann haben wir dabei Shusui auf 45 mit Laubklinge, Rasierblatt, Lockduft und Synthese. Trägt die Wundersaat, um die Pflanzenattacken zu boosten. Wir haben dabei Shinto auf 42 mit Nitro-Ladung, Kopfnuss, Knochenmehlrang, Trugschlag. Trägt die Flinkklaue, weil er nicht der schnellste ist. Wir haben dabei Frankie auf 45 mit Hyperzahn, Knirscher, Ruckzuckhieb und Risikotackle. Trägt den Seidenschal, um die drei Normalattacken zu boosten. Und wir haben dabei die gute Liz auf 47 mit Steinhagel, Tarnsteine, Knirscher und Felsgrab. Trägt das Münzamulett, um ein bisschen mehr Pokéball und ein bisschen mehr Klamottenmoney für uns zu sammeln. So, sehr schön. Und damit können wir uns jetzt auch auf den Weg machen. Und nachsehen, was es hier weiterhin auf sich hat. Hallo. Wo sind denn die alle hin? Ich dachte, ihr seid alle hier hingelaufen. Einer da? Fragezeichen. Sogar Rotom hat mir gesagt, geht zurück zum Aufzug. Muss ich den selbst anmachen? Hallo. Welches Stockwerk möchtest du? Erste UG-Anlegestelle? Keine Ahnung, ich gehe einfach mal hier hin. Zoom. Ach, jetzt sind wir hier, wo wir mit dem Boot angelegt haben. Ja, da wollen wir nicht hin, wir gehen zum EG-Eingang. Hallo. Gimp! Ich wusste, Fabian hat noch ein Ass im Ärmel. Was sollen wir denn nun machen? Wir schalten jeden aus, der sich uns in den Weg stellt. Oder hast du eine bessere Idee? Kein Grund, gleich so schnippig zu werden. Nicht einen Schritt weiter. Das ist der Befehl vom Regionalleiter Fabian. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass wir euch gehen lassen, jetzt wo ihr den dunklen Machenschaften von der Aether Foundation wisst. Jetzt wo ihr von den dunklen Machenschaften der Aether Foundation wisst. Ich hatte von Anfang an einen komischen Geruch in der Nase, als ich euch das erste Mal gesehen habe. Und irgendwie hat es ziemlich nach Scheiße gestunken, meine Freunde. Oh, Gimp! Die können wir nur im Team erledigen. Dann komm her, Tali, komm. Und wir hauen den Typen paar auf den Sack. Ihr wisst, wie es läuft. Pelipper. Ich kümmere mich um das Pferd, du kümmerst dich um den Vogel. Schon dein Reitschitz erstmal. Wäre es nicht schlauer gewesen, eine Elektroattacke auf den Vogel zu benutzen? Du benutzt immerhin einen Reitschuh. Und das Ding ist vierfach schwach gegen Elektroattacken, mein Freund. Tali, Mann, das ist kein Wunder, dass du jeden Kampf verlierst. Holy shit. Wollen wir noch mal zeigen, was wir können. Ah, jetzt kommt die Elektroattacke, der Elektroball. So geht's natürlich auch, danke dafür. Ah, sind die Kinder in Alola wirklich so stark? Das macht die Inselwanderschaft aus ihnen. Und jetzt aus dem Weg. Puh,
Danke, Gimp. Und natürlich auch Primarene. Wenn unser Gegner nicht nachgeben, dürfen wir das eben erst recht nicht richtig. Gehen wir. Ich bin froh, euch an meiner Seite zu haben, auch wenn wir nicht die besten Freunde sind. Das, was Tali beim Dun Royal gesagt hat, ist da doch vielleicht etwas Wahres dran. Das ist doch... Gladio. Ja, du bist es wirklich. Ihr kennt euch? Wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Gimp, Tali, lasst mich eure Pokémon wieder fit machen. Holy shit, Pia ist eine der Guten? Du, kannst du mir sagen, wo Lilly steckt? Sie müsste bei der Präsidentin sein. Danke, das war's auch schon. Wir gehen gleich zu ihr. Die Präsidentin? Das ist doch Samantha, oder? Sie wird uns bestimmt zuhören. Sie ist sehr nett. Zu euch vielleicht. Und das auch nur, weil sie keinerlei Interesse an euch hat. Ah, aber ihr könnt nicht zu ihr. Die Tür ist verschlossen. Schon wieder? Das ist kein Problem. Wo sind denn Gladio und Tali hin? Gladio und Tali hin. Psst. Pia. Bitte pass gut auf Gladio auf. Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, verliert er die Konsequenzen oft völlig aus den Augen. Genau wie damals, als er sich dieses Pokémon geschnappt hat und einfach verschwunden ist. Ah. Er und sie sind sich so ähnlich. Holy shit. Willst du nicht kämpfen? Was bist du denn für einer? Dein Pokémon geht's richtig gut, hm? Aber sicher doch. Kein Zutritt für Unbefugte. Okay, wir sollen hier so nicht lang gehen. Komisch, dass Pia uns hilft. Aber ich hatte von Anfang an bei Pia das Gefühl, dass sie gutmütig ist, während der Rest der Elder Foundation so ein bisschen abgespackt ist. Warum sie dann aber trotzdem hier mit denen zusammenarbeitet, gemeinsame Sache macht letztendlich... Zumindest forschungstechnisch. I don't know. Fabian ist wieder am Start. Na, jetzt wünscht ihr euch sicher, ihr wärt brav im Untergeschoss geblieben, was? Mir war natürlich klar, dass ihr irgendwann heraufkommen würdet, um zur Präsidentin zu gelangen. Und da euer Verhalten für mich so leicht zu durchschauen war, habe ich diesen Hinterhalt für euch vorbereitet. Damit kann ich meinen Patzer von vorhin wieder gut machen. Ins Untergeschoss habe ich euch nur geschickt, damit ich genug Zeit habe, meinen Untergebenen zusammenzutrommeln. Meine Untergebenen? Mhm. Sag mal, Herr Fabian, hast du den Schlüssel für die Tür? Was für eine Frage. Natürlich habe ich den Schlüssel. Aber dann hättest du dich doch nur von uns verstecken müssen, um uns aufzuhalten. Was? Tali hat recht. Tali ist zwar normalerweise ein dummer Spacken, aber er hat recht. Genug der Worte. Ihr da, haltet diese Kinder auf. Worauf wartet ihr denn noch? Wir haben keine Zeit für sowas. Hilf mir, Gimp. Na los. Treten wir die Tür einfach ein. Ihr wisst, wie es läuft. Zweimal Aether Foundation Personal, okay. Electek. Und Magma. Und wir haben Slippery. Und Golbat, alles klar. Ich kümmere mich mal um das Magma. Ich greife einfach alle drei an. Shintorecht Level 43, sehr schön. Fruststampfer. Was macht das? Was ist das? Boden? Physical 75 Stärke, Genauigkeit 100. Einfach Frust getrieben. Okay.
Nee, das will ich nicht wirklich lernen. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Jetzt sollten sie was erreichen, um mit dem Elektrik-Kack zu kommen eigentlich. Double sehr effektiv. Und der Para auf uns, was auch sonst. Warum auch nicht? Siedewasser, let's go. Oh, die Verbrennung wird sich ausschalten. War fast klar. Da ist das Type 0. Diesmal auf unserer Seite des Spielfeldes. Sehr schön. Statik wirkt. Unlucky. Zipiria, ich glaube, 48, sehr schön. Ihr seid gereckt worden, meine Guten. Hallo, Slippery. So, okay, die Paralyse jetzt mal weg. Sehr schön. Noch eine Bohne für dich, eine hellblaue. Passend zur Haarfarbe. Sehr schön. Ja, die beiden werden weg. Jetzt haben wir nur noch euch beide hier auf dem Präsentierteller, würde ich fast sagen. Unmöglich! Wie kann es sein, dass wir von Kindern in die Enge getrieben werden? Mit vereinten Kräften zu kämpfen hat seine Vorteile. Daran könnte ich mich gewöhnen. Gimp, Tali, ihr beiden kümmert euch um Fabian. Nein, nein, nein! Ich bin Regionalleiter Fabian! Die letzte uneinnehme Bastion hier im Ätherparadies. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Wir regeln das jetzt ein für alle Mal in einem Multikampf. Bist du bereit, Gimp? Wenn wir Lily und Cosmog retten wollen, müssen wir zusammen mit unserem Pokémon alles geben. Dann wollen wir mal. Hallo, ihr beiden. Oh, er hat drei Pokémon diesmal dabei. Nicht nur sein komisches Hypno. Sieh mal eine an. Let's go. Ich entscheide mich für Schallwelle. Und du setzt Psychokinese auf den Käferflugtypen ein. Alles klar. Ich dachte, du einfach eine scheiß Elektroattacke auf eins der beiden Pokémon, weil das ein One-Hit ist. Oh, Lydian lebt immer noch. Gott sei Dank nicht auf mich. Dann wollen wir doch nochmal Schallwelle hinterher schicken. Er finde ich das Lydian auf, bevor er zu schlafen geht. Beziehungsweise eingeschläfert wird. Sehr schön. Macht aber guten Schaden. Die Schallwelle, muss ich schon sagen. Ich nicht erwarte, dass wir so viel Schaden damit auf den Lamus machen. So, Mondgewalt, Lamus, Single Target. Bam. Damit geht Lamus down. Und Frankie erreicht Level 46, sehr schön. Da kommt das Hypno wieder raus. Dem haben wir ja schon mal gespielt. Gucken, ob das diesmal irgendwas machen kann. Raichu ist aufgewacht, setzt Psychokinese ein gegen ein Psycho-Pokémon. Ich will ja nichts sagen, aber Tali, bitte, gib dir doch ein bisschen Mühe. Also ich will mich nicht beschweren, ja, also. Aber ich habe echt schon NPCs gesehen, die so viel besser als zu kämpfen. Gib dir ein bisschen Mühe und denk ein bisschen nach bei dem, was du tust. Es wäre so viel angenehmer und einfacher. Aufwecker. Slippery,
Ich brauch dich hier. Ich glaube sogar ein Ruckzuck-Kip würde mehr Schaden machen als eine Psychokinese. Okay, sorgen wir dafür, dass dieses Pokémon sich mal ganz schnell von der... von der Oberfläche hier verschwindet. Dann haben wir nämlich Ruhe vor dem Teil. Wir setzen am besten direkt unseren C-Move ein. Raus mit dir, Hypno. Knurrfisch, aha. Was ist Knurrfisch denn für ein Typing? Mondgewalt. Und wir critten Oko. Raus mit dir. Tschüss. Fabian ist keine Herausforderung. Wir zerstören Fabian einfach. Wir möchten Lilly retten. Lässt uns jetzt doch sicher durch, oder? Grimmig, lächelnd, neutral. Perfekt. Dankeschön. Danke für den Schlüssel, Herr Regionalleiter. Ah, wie ich Kinder verabscheue. Bzzzt. Wenn wir mit Samantha reden wollen, müssen wir zum Eingang des Erdgeschosses. Bzzzt. Alles klar. Was geht denn hier ab? Mann, wie viele sind das denn? Arbeitet Team Skull etwa für die Aether Foundation? Wow, das hätte ich echt nicht gedacht, aber egal. Der Schock muss warten. Los, Gimp, den zeigen wir es. Bzzzt, Lilly ist bei Samantha. Das hat Pia doch gesagt, oder? Bzzzt. Was willst du von mir? Hau ab, husch, husch. Arbeitet Team Skull wirklich für die Aether Foundation? Oh, das ist einfach nur ein gemeinsames Business, weil es nicht anders geht. Irgendein Deal, den die gemacht haben. Wer von beiden verspricht wohl welche Sachen an wen, hm? Die Aether Foundation Team Skull oder andersherum? Wer weiß, wer weiß. Hallo, Golbert. Let's go, Slippery. Ich würde mal sagen... Schaumserenade. Kaboom. Es lebt noch. Sehr effektiv. Oh, und wir sind direkt vergiftet worden. Mal wieder. Die Chance, dass das Gift ausgelöst wird, ist echt ziemlich, ziemlich hoch, habe ich das Gefühl. Aber so schnell geht das Golbat auch down. Jetzt können wir Slippery auch direkt mal wieder vom Gift befreien. Wir pflegen es ein bisschen. Komm mal her, Slippery. Ich helfe dir. So, schon viel besser, oder? Sehr schön. Für den Sponsor von Team Skull tun wir alles. Das haben die also mit euch zu tun. Sie sponsern euch, geben euch Geld, halten euch am Leben. Ihr habt ja die Pokémon geklaut, um damit leben zu können. Und habt immer an dem, wie soll man sagen, Existenzminimum gelebt, sag ich mal. Und die Sponsoren dahinter, also die Aether Foundation in dem Sinne, gebt euch die Kohle, damit ihr helft. Alles klar. Jetzt fängt die ganze Sache an, Sinn zu machen. Mundgewalt auf das Radikal, das kriegen wir easy hin, Slippery. One-Hit-KO, sehr effektiv. Klatsch. Und Klatsch. Slippery erreicht Level 49. Das ist sehr, sehr gut.
Was ist Liebreiz für eine Attacke? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Hupsala. Zu attacken, was war Liebreiz? Charm-Attacke, die den Spezialangriff des... Nope. Shusui erreicht Level 46 und Liz erreicht Level 48. Sehr gut. Steinkante, Stone Edge, warum nicht? Liebend gerne. Ich würde mal sagen, wir hauen dafür raus. Warte mal. Felsgrab. Ja, Felsgrab ist schlechter als Steinhagel. Von daher können wir dann den Stone Edge hier noch erlernen auf dem Slot. Ja, ohne Kneten seid ihr total aufgeschmissen. Ich verstehe schon. Das macht alles ein kleines bisschen mehr Sinn. Yo, yo, yo! Du hast ganz schön was drauf, yo. Mach schon, geh weiter. Auf, kämpfe. Die ich eh... verliere, lass... Achso, auf Kämpfe, die ich eh verliere, lass mich das gar nicht ein, yo. Alles klar. Aber ich würde sagen, Cliffhanger-Time. Hier ist ein guter Spot, um die heutige Episode zu beenden. Wir speichern immer unser Spiel, damit wir keine Daten verlieren. Und... Leute. Lasst ein Like da, wenn euch das heutige Video gefallen hat. Kommentiert unten in den Kommentaren. Und... subscribt eventuell zum Kanal, falls ihr da Bock drauf habt, damit ihr keinen zukünftigen Content mehr verpasst. Des Weiteren entschuldige ich mich heute für die Frame-Drops in der Episode. Das ließ sich leider nicht vermeiden. Ab morgen wird aber wieder alles flüssiger laufen. Und so extreme Frame-Drops haben wir jetzt wirklich nicht gehabt, dass es wirklich genervt oder gestört hätte. Aber ansonsten wünsche ich euch noch einen super tollen Tag und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao!